Ja, ein wunderschönes Hallo alle zusammen zu meinem Podcast Boote und Technik. Und ihr werdet es nicht glauben, es geht heute noch einmal um das Rig. Ja, wir hatten mit unserer Manatee das große Glück, am Ankerplatz vor Ferragudo hier in der wunderschönen Algarve Michael von der Segeljacht Malou kennenzulernen. Erstmal herzlich willkommen, Michael. Ja, herzlich willkommen, ebenso. Ja, ich stelle dich mal in kurzen Zügen vor. Vielleicht kennt der ein oder andere dich ja auch schon. Michael war 30 Jahre lang Werftchef und hat Aluminiumjachten meistens nach den Entwürfen von Reinke gebaut. Und ja, das letzte Boot der Langfahrtsegler von Heide und Erich Wils, die Freidies, ging auch durch Michael seine geschickten Werfthände. Und er hat sich ja für das Aussteigerleben, seine Langfahrtkonstruktion, ja, sein Boot praktisch selbst gebaut. Mit dieser fundierten Erfahrung, und das kann ich hier mal feststellen, ist das ein tolles Boot geworden. Natürlich aus Aluminium, 42 Fuß lang, eine wunderbare Segeljacht, also für alle Breitengrade gebaut, mit dem Namen Malou. Michael, was bedeutet eigentlich Malou? Malou setzt sich zusammen aus Mazerat und Alu oder Michael und Alu und ist eigentlich ein Kunstname. So, ist aber auch ein schöner Name, ne? Also ich würde nie ein Schiff nach einer Frau benennen, weil wenn man sich von der trennt, muss man das Schiff ja umbenennen. Und ich brauche mein Schiff nicht umbenennen, weil Ma und Lu ist Mazerat und Alu. Perfekt. Und einprägsam natürlich auch. Ja, wir haben am Ankerplatz vor Portimao etwas Zeit verbringen können und sind natürlich auch sehr schnell in technische Themen eingetaucht und haben uns ausgetauscht. Und mir ist dann sofort aufgefallen, also 30 Jahre Werfterfahrung, das ist natürlich ein Erfahrungsschatz in Sachen Boote und Technik. Ja, das ist nicht zu toppen. Und ich freue mich daher besonders, mit Michael das Thema Rig nochmal aufzurollen, weil das Thema Rig ist ja doch ein recht komplexes Thema. Und wir hatten ja in dem letzten Podcast mit Stefan das Rig so ein Stück weit abgeleuchtet in Bezug auf unsere Manatee. Und ich finde es auch ganz spannend, das Thema doch auch nochmal ein Stückchen breiter auszurollen und mit Michael gemeinsam zu beleuchten. Ja, Michael, mal die erste Frage an dich. Wie wird man denn eigentlich Eigentümer und Chef einer Werft für Aluminiumjachten? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich mache es mal ganz kurz. Ich bin gelernter Kupferschmied, habe auch irgendwann als Kupferschmied den Meister gemacht. Und als Metaller kommt man natürlich eher, wenn man sich für Boote interessiert, darauf, Aluminium- oder Stahlboote zu bauen. Wäre ich Schreiner, hätte ich wahrscheinlich ein Holzboot gebaut. So, und über die Querverbindung bin ich quasi in den Bootsbau reingekommen. Anfangs haben wir nur technisch fahrfertige Kaskos gebaut und später sind wir dann dazu übergegangen, auch mit Schreinern Komplettschiffe zu bauen. Und die letzten Jahre haben wir eigentlich nur noch Komplettschiffe gebaut, sehr viele Refits, das heißt also gebrauchte Schiffe aufgekauft für Kunden und dann die wieder auf null Stunden gebracht und neue Yachten draus gemacht. Und das kann man mit Aluminiumkaskos sehr gut, so sie nicht korrosionsmäßig völlig kaputt sind. Ja, vielleicht mal ein kurzer Einwurf. Wir beide stehen hier schon jetzt, ich glaube, fast eine Woche kurz vor Koh Latra in einer wunderbaren Lagune hier in der Algarve. Und heute ist es doch wieder recht windig, wie fast jeden Nachmittag. Ich gucke jetzt gerade mal, es waren wieder ungefähr 30 Knoten. Und das sind so ein bisschen die Nebengeräusche. Ja, der Wind zerrt hier an der Ankerkette, aber der 33 Kilo Rockner sollte halten und Micha seinen Bügelanker hält hoffentlich auch. Da mache ich mir jetzt nicht wirklich Sorgen bei 30 Knoten Wind. Und wir können in Ruhe hier den Podcast produzieren. Ja, steigen wir doch mal mit dem Begriff Rig ein. Michael, was ist denn für dich das Rig? Ja, ich meine, grundsätzlich besteht ein Rig aus dem stehenden Gut, das sind dem laufenden Gut und dem Mast.
So könnte man das mal ganz grob beschreiben. Stehendes Gut sind im Prinzip alle Drähte bzw. alle nicht beweglichen Verspannungen. Das kann Dyneema sein, das kann Draht, das kann Ruttrick sein, was auch immer. Also alles das, was sich nicht bewegt. Laufendes Gut ist alles das, was, wie der Name schon sagt, läuft. Das heißt also Fallen, Barberholer, also alle Leinen, die zum Trimmen des Rigs da sind und die über irgendwelche Blöcke laufen. Und dann haben wir halt eben noch den Mast und Bäume. Und das ist im Groben, sag ich mal, das versteht man halt unter dem Oberbegriff Rig. Ja, das wäre auch mein Verständnis in dem Sinne und das war es ja auch im vorherigen Podcast. Was mich natürlich besonders interessiert, ist, dass Michael sein Schiff auch inklusive des Rigs also völlig eigenständig geplant hat und seine jahrelange Erfahrung praktisch einfließen lassen hat. Deswegen einfach mal nachgefragt in Bezug auf Langfahrtsegler, das, was wir ja im Prinzip machen. Wir sind ja lange auf unseren Schiffen unterwegs, wir leben ja hier auf dem Schiff. Wollen natürlich die ein oder anderen Breitengrade auch erreichen. Also wir mit der Manatee wollen auf der Barfußroute bleiben. Michael hat mir erzählt, er könnte sich auch höhere Breitengrade vorstellen. Aber was ist denn im Prinzip ja die Besonderheit bei der Planung für Langfahrer? Worauf ist zu achten und was macht ein Rig aus, um uns ein gutes Gefühl zu geben, wenn wir auf einer langen Passage sind oder eben mit den Verhältnissen des Langfahrens zu tun haben, wo wir doch in Regionen vorstoßen, wo kein Rigger verfügbar ist und. Ja. Ja, also die meisten Langfahrtsegler bevorzugen eigentlich Top-Takelungen und die bieten einfach den Vorteil, die sind mehr verstärkt als wie eine 7/8-Takelung beispielsweise. Und Nachteil ist, die bieten nicht so viel Trimmmöglichkeit wie das Groß, aber sie sind sehr wenig störanfällig. So, und die kann man dann auch sehr leicht zur Kuttertakelung oder zur sogenannten Semikuttertakelung umrüsten. Semikuttertakelung bedeutet dann, dass ich ein zweites Vorstag habe oder gegebenenfalls auch ein drittes. An dem zweiten wird alternativ eine kleinere Fock gegenüber der Genua gefahren, im Gegensatz zu einem Kutter, wo ich auch mit beiden Vorsegeln hantieren kann. So, und eine Top-Takelung ist einfach für einen Langfahrtsegler die sinnvollste Takelungsart, solange man, bei einem Einmaster bleibt. So, weil sie einfach am störunanfälligsten ist und eigentlich auch am robustesten. Jetzt haben wir ja festgestellt, Michael, dass deine Top-Takelung keine gepfeilten Zahlinge hat. Bei unserer Bavaria 47 Ocean in Bezug auf das Rig, wir haben einen Seldenrig. Diesen Hersteller hast du dir ja auch gewählt für deinen Rig. Du fährst aber einen fast, rechtwinkligen Zahlinge. Also der Abstand zum Mast ist recht gewinkelt, ne, mit den Zahlingen. Und das Besondere ist dann wieder, dass du achterlich mit den Unterwanden nochmal verstärkt bist. Du sagst mir, das ist völlig normal, aber warum habe ich sowas nicht? Weil du keine Top-Takelung hast, sondern eine 7/8-Takelung. Nee, ich habe eine Top-Takelung. Nein, du hast keine wirkliche Top-Takelung. Dein Vorstag geht zwar ins Top, aber die klassische Top-Takelung arbeitet grundsätzlich nicht mit gefeilten Saalingen. Okay. Jedenfalls, wenn überhaupt, dann nur mit ganz leicht, also so 2-3 Grad angefeilten Saalingen, die berücksichtigen, dass ich den Mast leicht in den Bauch nach vorne trimme. Okay. So, gefeilte Saalinge sind in der Regel 7/8 oder noch andere Takelungsarten. Aber bei gefeilten Saalingen spare ich mir im Prinzip die achteren Unterwanden, habe also quasi zwei Stagen weniger, die das Rig abstützen. Mhm. So, und die bieten den Vorteil, dass ich den Mast wesentlich besser trimmen kann. Also ich kann den Bauch vom Mast wesentlich besser verändern, auch während des Segelns über die Achterstartspannung. Das geht bei einer Top-Takelung nur ganz bedingt.
aber sie sind halt eben auch nicht ganz so robust wie eine Top-Takelung. Okay. Und die klassische Top-Takelung hat eigentlich keine gefeilten Saarlinge. Oder wenn, wie gesagt, ganz leicht, aber die sieht man optisch kaum. Hm. Ah, das finde ich jetzt interessant. Da würde ich gerne noch mal einsteigen, weil ich habe bis heute daran geglaubt, dass ich auch eine Top-Takelung habe, weil ich Top-Takelung immer so definierte, dass im Prinzip mein Vorstag in den Top des Mastes reicht, also an die Mastspitze geführt ist. Mein Achterstag ist natürlich auch an die Mastspitze geführt und meine Rollgenua ist im Prinzip auch bis in die Mastspitze hochgeführt, ne, über das Vorstag. Das habe ich immer für mich als Top-Takelung angesehen. Gut, ich habe noch einen Baby-Stark, ne? Das stützt den Mast nach vorne noch mal ein Stück weit ab. Grundsätzlich, wenn ich mir so die Mastdicke angucke, geht die Mastdicke im Prinzip vom Mastfuß bis zur Mastspitze durch. Das heißt, er verjüngt sich nicht nach oben. Mhm. Und mein Rollgroß letztendlich, ja, ist ja in der Rollanlage schön eingebaut im Mast und da gibt es für mich natürlich jetzt auch gar keinen Sinn, den Mast durchzutrimmen in gewisser Weise, wie man das beim 7/8-Rig, wo, sage ich mal, das Vorstag ja doch deutlich unter der Mastspitze angeordnet ist, ne, wo man dann aus dem Mast nochmal eine gewisse Krümmung rausholen kann. Also da hast du mein Weltbild jetzt ganz schön durcheinander gebracht. Aber gut, ich muss sagen, dein Rig, so wie ich das gesehen habe, vor allem mit den nochmal nach Achtern verstärkten Unterwanden, ist das gleiche Rig in der Bauweise, wie es zum Beispiel Nayard oder auch Halbergrassi verwendet. Die verwenden ja auch Selden-Rigs, top getakelt und haben keine gepfeilten Saarlänge, sondern verstärken lieber den Mast zusätzlich. Ich glaube, das ist eine Frage nochmal der Stabilität, ne? Oder? Das ist eine Frage der Stabilität. Wie gesagt, die klassische Top-Takelung gilt eigentlich als die robusteste Art, einen Mast aufzuregen. Ja. So, und sie hat entscheidende Nachteile, wenn es darum geht, das Großsegel zu trimmen. Wenn ich einen Mast habe, den ich während des Segelns meiner 7/8-Takelung über die Achterstagen massiv durchzubiegen, kann ich damit das Achterleak öffnen und kann den Reffzeitpunkt damit rauszögern und kann das Rig wesentlich feinfühliger auf die entsprechenden Windstärken einstellen. Das ist aber letztendlich was Regattasegler machen. Fahrtensegler stellen ihr Rig einmal ein und dann fahren die damit. Ja. So, die wenigsten Fahrtensegler, die fangen echt wirklich an, jetzt am Rig rumzuspielen. Und da bietet sich einfach die klassische Top-Takelung an. Und wie gesagt, die fährt halt in der Regel mit zwei achteren Unterwanden und eventuell mit einem Babystark oder alternativ mit zwei Unterwanden. Ja. Also mit zwei vorderen Unterwanden. Ja, genau. Mhm. So, du hast jetzt auf deinem Boot halt einen Babystark installiert. Man hätte genauso gut auch zwei vordere Unterwanden installieren können. Ja. So, und der Vorteil, sage ich mal, von einem Babystark ist, ich spare Topgewicht. Mhm. So, ich habe also nur einen Draht. Der Vorteil von doppelten, also von zwei Unterwanden ist, wenn einer reißt, habe ich immer noch einen in Reserve. Der greift zwar asymmetrisch an, aber der stabilisiert meinen Mast immerhin noch besser, als wenn da überhaupt kein Draht mehr ist. Mhm. Und das sind halt eben so kleine Sicherheitsfeature, die die klassische Top-Takelung einfach wesentlich störunanfälliger machen auf die Jahre. Ja, ja. Das heißt, du hast im Prinzip bei der Planung deines Rigs dich für eine klassische Top-Takelung entschieden. Ja. Bist bei Selden fündig geworden. Gibt es denn Abweichungen? Ja, Selden, oder? Selden bietet ja im Prinzip letztendlich nur die Einzelteilkomponenten für das Rig an. Okay. Und die geben dann ihren Riggern teilweise Empfehlungen, wie man das zusammenstellt. Aber das Zusammenstellen macht letztendlich der Rigger.
So, egal, ob das jetzt Seldén oder von mir aus auch Sparkraft ist, ich kann bei denen die Einzelteile kaufen und kann selber entscheiden, wie ich letztendlich das Rig konzipieren. Seldén bietet quasi nur einen Baukasten an, aus dem ich alle möglichen Komponenten zukaufen kann. Und du hast aus diesem Baukasten geschöpft? Ich habe aus diesem Baukasten geschöpft, ja. Und habe mir das Rig dann von Gotthard in Deutschland zusammenbauen lassen. Ja. Aber geplant hast du es... Geplant habe ich das Rig selber, ja. So, weil ich die Top-Takelung im Prinzip so komplett übernommen habe. So, der einzigste Unterschied gegenüber einer klassischen Top-Takelung ist bei mir, mein Großbaum greift wesentlich tiefer unten am Mast an, okay, als wie bei konventionellen Rigs. Das sieht man schon mal so bei One-Offs, dass der Großbaum sehr schräg nach vorne geneigt ist. Mhm. So, und der Grund, warum ich das gemacht habe, früher hat man mit Starkreitern gefahren, da war es ziemlich leicht, oben an den Segelhals dran zu kommen, wenn man das Segel runtergeholt hat. Heute fahren wir ich fahre ein durchgelattetes Groß mit kugelgelagerten Rutschern und da wandert der Segelhals sehr, sehr weit nach oben, wenn das Segel runterkommt und da muss man quasi halt den Mast hochklettern, um überhaupt dran zu kommen. Deswegen habe ich den Baum einfach wesentlich tiefer nach unten gelegt. So, das hat den Vorteil, wie gesagt, vom Handling. Ich komme sehr einfach an den Segelhals vom Groß dran, hat aber den sehr großen Nachteil, ich kann keinen Baumniederholer regen, weil die Geometrie einfach dafür jetzt nicht mehr passt. So, den Nachteil kann ich aber kompensieren, indem ich mit einer Art Bullentaille, die ich halt eben speziell rigge, wenn ich Vorwind oder Halbwind segel, wo ich den Großbaum quasi über die Seitendecks mit einem Umlenkblock hinten auf eine Winch quasi wieder runterziehe. So, das dient mir dann gleichzeitig als Bullentaille und die Krafteinleitung ist auch noch wesentlich besser als wie bei einem Baumniederholer. Und von daher kann ich für mich auf einen Baumniederholer sehr gut verzichten, weil am Wind ist der Baumniederholer eher überflüssig. Ja. Wo greift eigentlich die Bullentaille bei dir an am Baum? In der Mitte oder? Die greift bei mir in der Mitte an. Ja. So, und damit kann ich quasi, wenn ich jetzt den Baum so, sag ich mal, so 20 Grad außenbords habe, liegt die genau über einer Klampe und dann kann ich quasi von da aus senkrecht nach unten den Baum runterziehen und damit auch wieder den Baum am Steigen hindern. Okay. So, zusätzlich rege ich dann auf langen Vorwindstrecken nochmal eine zweite Bullentaille, die dann an der Nock angreift und die ich dann auch wieder quasi fast zum Bug führe und dann wieder nach Achtern führe. Spannend. So, hat auch seine Nachteile, auch da muss man halt eben, jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Wenn so ein Schiff jetzt wirklich anfängt massiv zu geigen und ich habe eine Bullentaille und der Großbaum fängt an ins Wasser zu tauchen, dann kann durchaus die Gefahr bestehen, dass der abbricht. Ja. Ja, deswegen soll man ja eigentlich den Bullenstander immer am Ende des Baums... Richtig. Deswegen habe ich halt eben auch die erste Bullentaille, die ich habe, die ich quasi als Baumniederholer nutze, die wird dann halt eben zu einer Gefahr, wenn das Schiff anfängt zu geigen. Ja. Und deswegen rigge ich dann, wenn ich wirklich sehe, der Seegang braucht das, dann rigge ich dann noch eine zweite Bullentaille. Ja. Das sind aber dann auch in der Regel lange Vorwindstrecken, wo man, höchstens alle zwei Tage oder einmal am Tag irgendwie den Segelkurs ändert und die Segelstellungen groß verändert. Ja. Das wäre jetzt nichts, so eine Idee, die zu verfolgen, wenn man jetzt in engen Flussläufen aufkreuzen will oder Küstensegeln betreibt. Ja, genau. Ich habe das mal hier auf der Manatee auch so ein bisschen durchkalkuliert. Ich habe meinen Bullenstander auch in der Mitte des Baums befestigt. Mein Baum hängt schon ziemlich hoch. Und ich glaube, es ist unmöglich, dass die Baumspitze jemals das Wasser erreicht. Ja, also, verdue dich da nicht. Also wenn man auf dem großen Ozean unterwegs ist, da kann man doch schon, gerade beim Vorwindsegeln,
wenn der Wind also sehr Raum einfällt, dann kann das Schiff durchaus schon sehr, sehr stark anfangen zu geigen. Ja, starke Schräglage, Welle. Ne, und so, da braucht man auch noch ungünstig irgendwie daneben eine etwas höhere Welle rein zu rauschen. Ja. Und dann kann das durchaus passieren. Kann passieren, ja, genau. Ja. Okay. Ja, wir hatten ja im Prinzip den Podcast Rick mit dem Stefan mal zusammengestellt und den habe ich dir, Michael, mal oder gegeben zum Reinhören und das fand ich ganz interessant. Du kamst dann im Prinzip mit einem Feedback zurück, dass du nicht mit allen Aussagen so ganz einverstanden warst beziehungsweise gern Ergänzungen noch dazufügen möchtest und das finde ich natürlich toll. Und diese immense Erfahrung, die du mitbringst, möchte ich natürlich hier an der Stelle auch mit großer Freude meinen Fans hier des Podcasts Boot und Technik teilen. Und wir lassen uns da gerne noch mit deinen Erfahrungen anreichern. Ja, die Punkte waren konkret, so wie ich es mir jetzt aufgeschrieben habe, das Thema so Lebensdauer, Wanden, Stagen, Korrosion, Festigkeit. Dann das Material, Mastbaum, da nochmal tiefer einzusteigen und dann das Thema Rekontrolle. Lass uns doch vielleicht mal peu à peu durch die einzelnen Punkte gehen. Mir ist im Prinzip auch noch was aufgefallen nach dem Podcast, den ich mit Stefan produziert habe. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, einfach in der Form, dass ich zwei Normierungen zusammengeworfen habe. Wir haben über die Norm 14571 gesprochen. Der Stefan ist auf diese Norm eingegangen, hat gesagt, das ist im Prinzip das Edelstahl, was er empfiehlt für die Wanden und Stagen. Da sollte man drauf achten, wenn man die mal auswechselt. Und ich kam dann mit einer Normierung 14401 noch um die Ecke und habe gesagt, ja, die hat praktisch die 14571 abgelöst. Das ist falsch, da habe ich einen Fehler begangen. Deswegen stellen wir das hier einfach mal richtig. Es handelt sich um zwei Normierungen und da gehen wir noch mal tiefer in dieses Thema rein, weil es doch sehr interessant ist. Die Edelstähle, das sind ja Edelstähle, die verhalten sich dann doch ein bisschen anders in ihren Eigenschaften. Und gerade in Verbindung zum Thema Korrosion steigen wir da noch mal tiefer ein. Im Grunde können wir hier an der Stelle mal auf den Punkt eingehen, Michael, was Lebensdauer der Stagen und Wanden betrifft. Was sind denn da deine Erfahrungen? Ja, ich meine, meine Erfahrungen, Langzeiterfahrungen habe ich da eigentlich nur als Feedback von meinen Kunden. Da kann ich letztendlich auch nur das wiedergeben, was Metallfachleute sagen, was die Versicherungen sagen, was auch die Rigger sagen und Sedelen gibt, glaube ich, jetzt mal so hausnummermäßig irgendwie so nach 18 bis 20 Jahren sagen die stehendes Gut tauschen oder nach 15.000 Seemeilen. Nagel mich jetzt nicht genau auf die Zahlen fest, ich habe sie nicht genau im Kopf, aber die geben halt eben irgendwie so eine Lebensdauer an. Wert, ja. So und was weiß ich, das hat mich natürlich auch interessiert, ja warum? Ja. Warum geben die diese Lebensdauer an? Ja. So und die geben die an aus zwei Gründen. Einmal muss man davon ausgehen, dass die Drahtseile, die man verwendet, so, die haben ja nicht nur eine Zugfestigkeit, dass sie irgendwann mal reißen, sondern die haben auch allein aufgrund ihrer Konstruktion, dass es ja gewickelte Drähte sind, einen gewissen Reck. So, das heißt also, die dehnen sich und nicht nur aufgrund ihrer Metalleigenschaften, sondern auch, weil sie halt eben gewickelte Drähte sind. Mhm. So, und wenn die Drähte neu sind, dann haben die einen sehr großen Reck. Und diesen Reck, der dämpft im Prinzip auch die Spannungsspitzen, die in das Rig eingeleitet werden. Mhm. So, und wenn die Drähte älter werden, dann wird auch jeder Eigner feststellen, der einen Rig hat. Wenn ich ein neues Rig nach trimme,
dann werde ich nach 2-3 Jahren, wenn ich dann einmal den Grund drin habe, dann werde ich das Rig auch nachtrimmen müssen, weil die Drähte sich im Prinzip etwas ausgereckt haben. Mhm. Okay. So aufgrund ihrer gewickelten Konstruktion, nicht aufgrund ihrer Materialeigenschaft. Mhm. So, und wenn die Drähte irgendwann ausgereckt sind, dann bekomme ich Spannungsspitzen ins Rig rein. Und die können dann je nachdem zur Überlastung führen. Das ist der eine Grund, der von sowohl von Riggern als auch von Metallfachleuten mir da zugetragen worden ist. Der andere Grund ist, dass diese Edelstähle, die verwendet werden im Rigbau, zu einer sogenannten Interkristallinkorrosion neigen. Was jetzt genau Interkristallinkorrosion ist, also da bitte ich Wikipedia zu bemühen oder sonstige Fachartikel. So, das ist eine Korrosionsart auf jeden Fall, die man optisch nicht erkennen kann. Das heißt also, man kann Rigkontrolle machen, wie man will. Mhm. Mit den normalen Augen wird man eine Interkristallinkorrosion erst dann erkennen, wenn es fast schon zu spät ist. Okay. Die eigene Erfahrung habe ich auch schon gemacht. So, wir haben schon bei Überführungen, häufig schon mal Yachtüberführungen und da haben wir auch, grundsätzlich machen wir da immer Rigkontrollen und wir haben ein 17-Meter-Schiff nach Madeira überführt. Mhm. Da waren wir auch hier in der Gegend, da sind wir von Lagos losgefahren und kurz hinter Kap Sagres hat es einen riesen Knall gehabt. Da ist ein Backbordunterwand gerissen. Mhm. So, und das ist nicht der Draht ist gerissen, sondern ein Toggle oben im Salingbereich ist glatt durchgerissen. Und da konnte man an der Bruchstelle auch ganz genau sehen, dieser Riss hatte eine Vorschädigung. Mhm. Und war das an der Bruchstelle schon relativ braun. Und so ein Drittel von diesem Riss, der war ein ganz frischer Bruch, das konnte man sehen. Okay. Und das war optisch nicht feststellbar. Mhm. Und dieses Rig war auch schon eines älteren Datums. Und das wäre zum Beispiel so ein Schaden gewesen, den man hätte verhindern können, wenn man wirklich das stehende Gut konsequent nach einer bestimmten Zeit austauscht. Mhm. Wobei die Jahre, die dann natürlich angegeben sind, oder die Seemeilen, auch etwas willkürlich jetzt in den Raum gesprochen ist, weil da gibt es keine wirkliche Empirik, soviel ich weiß. Ja, ja. So, und man könnte das mit aufwendigen Röntgenverfahren natürlich ausschließen. Ja. Nur wenn ich jetzt, jeden Draht da einzeln irgendwo röntgen lasse, das übersteigt die Kosten eines Neukaufs. Und da kaufe ich die auch lieber neu. Kannst es austauschen, ja. So, da jetzt die Aussage auch, so man hört dann von manchen Eignern auch so eine Aussage, ja, ich segel ja nur der Küste entlang und da sind ja die Belastungen nicht so wie auf dem offenen Meer. Und also dem muss ich ganz klar widersprechen. Die statische Last, die auf den Rig kommt, die ist dann am höchsten, wenn ich das erste Mal anfange zu reffen. So, und die dynamischen Lasten, die können in steilen, kurzen Wellen auf dem Eiselmeer durchaus stärker sein, als wie in einer langen Atlantikdünung. Ja. So, gleichwohl, wenn ich jetzt mit dem Schiff in den 50 Knoten Sturm reinkomme, dann sind die Belastungen wahrscheinlich auch etwas höher. Mhm. Aber dass es zu Lastspitzen kommen kann, das kann überall passieren. Und da muss letztendlich jeder für sich aus dem Bauch raus, sage ich mal, auch ein bisschen entscheiden, wie viel Sicherheitsbedürfnis er hat. So, das Argument, wenn ich Küsten segel und mir kommt der Mast von oben, dann bin ich relativ schnell wieder in dem Hafen. Wenn ich jetzt große Touren offshore mache, dann denke ich mir, wird ein Eigner eher geneigt sein, auch sein stehendes Gut nach einer gewissen Zeit auszutauschen. Und weil ein Mastbruch mitten auf dem Atlantik ist eine andere Kiste als wie... Das braucht sicher keiner. Ja.
Aber so. Michael, lass uns doch vielleicht nochmal auf das Thema Spannungsdehnungsdiagramm eingehen, weil so wie ich dich jetzt verstanden habe, gibt es natürlich eine gewisse Spannungsgrenze, dann geht es in die Verformung schon über, in die plastische Verformung. Du hattest das mal so an einem schönen Beispiel erklärt. Vielleicht können wir das Thema nochmal ein bisschen griffiger gestalten. Ja, also wenn man sich grundsätzlich, wenn ich wissen will, die Zugfestigkeit von einem Stahl, dann wird in Prüflaboren, dann wird meinetwegen ein Rundstahl genommen, der wird eingespannt in eine Prüfmaschine und der wird so lange gezogen, bis er irgendwann auseinanderreißt. Und eine Analogie dazu, dass man sich vielleicht mal vorstellen kann, was passiert überhaupt in so einem Stahl, wenn man sich jetzt einfach mal ein Gummiseil vornimmt. So, wenn ich ein Gummiseil bis zu einer bestimmten Spannung kann ich das dehnen und in dem Moment, wo ich es wieder loslasse, ist das Gummiseil wieder, wenn es, sage ich mal, 300 mm lang ist und wenn ich die Spannung wegnehme, dann ist es nicht mehr 600 mm lang, sondern wieder 300 mm lang. Mhm. So, wenn ich das Gummiseil irgendwann überdehne, dann reißt das immer noch nicht, aber wenn ich dann die Spannung rausnehme, dann bleibt es bleibend länger. Mhm. Dann habe ich also eine sogenannte bleibende Verformung. Wenn ich dann noch weiter ziehe, fängt es irgendwann an zu reißen. Übertragen jetzt auf die Zugfestigkeit von Stahl bedeutet das, es gibt beim Stahl eine sogenannte Streckgrenze. Mhm. Die Streckgrenze ist quasi die Grenze, Analogie zum Gummiseil, bis der ich ziehen kann. Wenn ich die Spannung wieder rausnehme, ist der Stahl nachher wieder genauso lang wie vor dem Zugversuch. Genau. Und dann gibt es die sogenannte Fließgrenze. So, wenn ich dann wenn ich in diese Fließgrenze reinkomme, dann kann ich den Stahl ziehen, dann lenkt er sich. So, und wenn ich die Spannung wieder rausnehme, dann bleibt der auch, dann ist der nachher länger wie vorher. Mhm. So, und dann gibt es die Zerreißgrenze, die kommt dann hinter der Fließgrenze. Mhm. Und das kann man im Prinzip auf alle möglichen Materialien übertragen. So, und bei Stahl ist es halt eben so, es gibt eine sogenannte Streckgrenze, dann gibt es die Fließgrenze und dann gibt es die Zerreißgrenze. Und im Rigg, übertragen auf den Rigg, so was weiß ich, ein Rigg ist im Prinzip immer so konstruiert, dass die ganzen Materialien und das stehende Gut und auch der Mast oder was auch immer, wenn er auf Zug belastet wird, immer in der Streckgrenze, sich in der Streckgrenze bewegt, weil ich will ja keine bleibende Verformung, weil danach habe ich irgendwie lose Wanden und wie gesagt, das ganze Rigg ist so konstruiert, dass ich immer in dieser Streckgrenze bleibe. Jetzt stellt sich an dieser Stelle natürlich schon eine interessante Frage. Ne? Wenn wir die Streckgrenze mal betrachten, da verlassen wir ja praktisch den elastischen Bereich und gehen dann in eine plastische Verformung über. Ja, ne? Aber dann, wenn wir in die Fließgrenze reinkommen. Die Streckgrenze selber, ich kann das Material in der Streckgrenze zugmäßig so lange belasten. Genau, und dann geht es wieder zurück. Ne? Dann geht es wieder zurück. Aber wenn wir genau diese Grenze verlassen, ne? Dann habe ich im Prinzip und mein Rigg schon überlastet. Genau, und wenn ich mir das jetzt, also die Frage ist eigentlich, zu wie viel Prozent oder in welchem prozentualen Abschnitt in solch einem Diagramm befinden wir uns denn da? In etwa, ne? Was also das kann ich nicht wirklich genau sagen, da kann ich jetzt nur mal hausnummermäßig tippen. Also ich denke, man kann einen normalen Stahl so ungefähr 70% bis zu seiner Bruchgrenze belasten, ohne in die Fließgrenze reinzukommen. Okay. Mhm. Aber das ist erstens mal von Stahl zu Stahl unterschiedlich. Und da bin ich jetzt wirklich überfragt, das weiß ich nicht ganz genau. Okay, aber man hätte hier die Chance, ja mal solche Datenblätter, Spannungsdehnungsdiagramme der Hersteller von solchen Stahlseilen abzufragen, ne, um vielleicht mal solche Werte herauszubekommen. Aber wenn deine Annahme ist, dass es zum Beispiel vielleicht 70% sein könnten, würde es ja mal ganz einfach jetzt auf die Manatee übertragen bedeuten, dass wir jetzt keine zehnfache Sicherheit im Rigg haben, so wie wir das letzte
letzte Mal mit Stefan berechnet haben, sondern vielleicht nur eine siebenfache Sicherheit. Ja, das kommt ja auch darauf an, wie jetzt der Rigger letztendlich dimensioniert hat. Ja. So, aber was weiß ich, 7 mm Wanden, 8 oder 12 mm Wanden genommen hat. Ja, wir haben das ja in Bezug auf der Manatee mal ausgerechnet ein bisschen. Wir haben mal so eine Modellrechnung gemacht und wir haben ja 10 mm Wanden drauf. Ne? Mhm. Nee, Quatsch, wir haben 12 mm Wanden drauf, 10 mm ist nur das Babystark. Und dann haben wir so ein Stück weit nachgerechnet, dass wir hier mit einer zehnfachen Sicherheit arbeiten bei einer normalen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Rigger das kalkulieren. So, wenn ich sage, ich habe meinen Rig selber konzipiert, dann habe ich die Maße, die Grundmaße von meinem Rig konzipiert und auch wie ich halt eben, was weiß ich, Reffleinen führe, wie ich mein Großsegel reffe, wo ich den Baum anbringe. Aber die Dimensionierung, die habe ich der Firma Gotthard überlassen. Okay. Da sind Rig-Spezialisten und die fragen grundsätzlich auch immer die Hebelarmkurven der Yachten ab. So, größer das aufrichtende Moment ist, je stabiler muss auch der Mast gebaut werden. Mhm. Ja. So, das wird man so ganz salopp sehen, ein Katamaran. Ein 42-Fuß-Katamaran gegenüber einem 52-Fuß-Einrümpfer wird immer ein wesentlich stärker dimensioniertes Rig haben. Ja, genau. Das ist sichtbar. So, so und da sollte man sich auch die Erfahrung von renommierten Riggern verlassen, weil es gibt ja einmal die statische und einmal die dynamische Belastung. Und man kann da sehr viel rechnen, man braucht aber auch letztendlich, wenn du so willst, Crashtests bzw. Erfahrungswerte. Ja. Und da braucht man gar nicht selber anfangen zu rechnen, da sollte man sich eigentlich an die Vorgaben der renommierten Rigger halten. Das tun wir. Ja. Und ich in meinem Fall sowieso, weil ich ja eine Serienjacht besitze. Ich bin dir sehr dankbar, Michael, weil du hast diesen Begriff das erste Mal aufgeworfen, der interkristallinen Korrosion. Und klar, man kann da mal bei Google ein bisschen tiefer graben, was ich auch gemacht habe und habe da verstanden, dass es um Kornzerfall geht. Es ist eine Art der Korrosion an der Korngrenze. Mhm. Hängt meistens mit den Chrombestandteilen zusammen im Edelstahl. Und da fand ich jetzt sehr interessant, vielleicht kannst du das auch mal ein Stück weit noch bestätigen. Es gibt im Grunde drei Edelstahlarten. Ne? Das ist der ferritische Stahl, dann der martensitische Stahl und der austenitische Stahl. Grob zusammengefasst unterscheiden die sich einfach in der Zusammensetzung aus ihren Bestandteilen, wie zum Beispiel Chrom, Nickel, Molybden, Titan, Stickstoff. Die Kohlenstoffanteile sind unterschiedlich und dann spielen auch weitere Elemente noch eine Rolle in der Beschaffenheit, ne? In ganz geringen Dosierungen natürlich. Aber das macht letztendlich die Unterschiede aus. Jeder dieser Stahlarten hat letztendlich seine spezifischen Vor- und Nachteile, muss man auch ganz klar sagen. Edelstahl findet ja in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten statt oder hält dort Einzug oder hat seine Berechtigung. Was für uns im Rig oder für unser Rig natürlich interessant ist, dass grundsätzlich mal austenitische Stähle verwendet werden und diese sind wiederum besonders widerstandsfähig gegen die innerkristalline Korrosion. So wird das dargestellt. Mhm. Natürlich will ich hier auch ganz klar sagen, es schließt diese Korrosion auf keinen Fall aus. Ne? Ja. Es ist nur widerstandsfähiger. Es ist widerstandsfähiger, ja. Man kann grundsätzlich sagen, je höher die Legierungsanteile von Chrom, Nickel oder auch Molybden ist, je widerstandsfähiger wird so ein Stahl. Wobei dann die Metallurgen da halt eben mit allen möglichen Legierungsbestandteilen spielen. Du hast mal gewähnt hier diesen 1.4401 und den 1.4571. Das sind so Feldwald- und Wiesenstähle im Prinzip, die in der Industrie sehr gängig sind.
So, da gibt es auch noch viel höher legierte Stähle, die noch wesentlich korrosionsbeständiger sind. Ja. So, weil Korrosionsbeständigkeit ist auch eine Frage der Temperatur. Mhm. So in der Industrie haben wir ja zum Beispiel, ich komme aus der Papierindustrie, da haben wir anfangs mit 4401 gearbeitet, dann wurden die Kreisläufe, Wasserkreisläufe zugemacht, dann wurden die Wässer immer aggressiver. Dann gab es irgendwann 4571. So, und zum Schluss in ganz hochsensiblen Bereichen wurde auch mit sogenannten Duplex-Stählen gearbeitet. Das ist alles eine Frage der Kosten-Nutzen-Rechnung. Und beim RIC kann man eigentlich heute sagen, ist dieser 4401 und 4571 ein Standardstahl, der üblicherweise im RIC eingesetzt werden muss. Mhm. Ja. Viel, viel wichtiger, denke ich mir, ist dabei, dass wenn man irgendwelche Spanner, Toggles oder sonst was kauft, dass man die wirklich von renommierten Herstellern kauft und nicht da an der falschen Ecke spart und die Made in Taiwan oder sonst was kauft. Erstens mal weiß ich dann überhaupt nicht mehr, welche Legierungen da tatsächlich verwendet worden sind. Und die geben auch teilweise keine zuverlässigen Bruchlasten an. Ja, genau. Oder auch, beziehungsweise man muss auch eigentlich von den Arbeitslasten reden. So, und die Arbeitslast ist halt eben die Last, die innerhalb dieser Streckgrenze sich bewegt. Und die Arbeitslast ist für den Konstrukteur eines Rigs eigentlich das Entscheidende. Genau. Die Bruchlast ist eigentlich zweitrangig. Wenn ich bis an die Bruchlast belaste, dann habe ich zu klein dimensioniert. Die wollen wir nicht erreichen. Nein, die definitiv wollen wir auf keinen Fall erreichen. Ja. Michael, ich kann das auch nochmal bestätigen, weil ich habe da ein bisschen nachgelesen und recherchiert. Aus meiner Sicht gibt es praktisch bei den beiden Werkstoffen 1.4571 und 1.4401 kleine Unterschiede. Ne? 1.4571 ist Titan stabilisiert und 1.4401 ist Kohlenstoff reduziert. Beides wirkt sich günstig aus in Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit. Das muss man hier ganz klar sagen. Und es gibt ich habe eine Vergleichsstudie gefunden dieser Werkstoffe. Die wurden direkt miteinander verglichen auf ganz unterschiedliche Eigenschaften. Und in dieser Studie kann man entnehmen, dass die Norm 1.4401 der Norm 1.4571 fast in allen Disziplinen überlegen ist, also bessere Eigenschaften aufweist, außer bei der Temperaturbeständigkeit zwischen 500 und 900 Grad Celsius. Die kommt für uns eher weniger in Frage. Genau, das ist dann eher die Angelegenheit für Kochtopfhersteller oder so etwas. Deswegen möchte ich einfach mal darauf hinweisen, egal welche Norm ihr verwendet, wenn ihr mal irgendwann eure Wanden, eure Stagen sowie die dazugehörigen Befestigungselemente wie Spanner, Toggle oder sonstiges wechseln müsst oder wechseln wollt, dann verwendet doch bitte einen dieser Werkstoffe. Ich persönlich würde mal nach der Norm EN 1.4401 Ausschau halten. Dann seid ihr doch hoffentlich auf der sicheren Seite und habt jahrelang Freude mit eurem Rig, denke ich. Ne? Könnte man so sagen, aber ich denke, wenn man wirklich da zu renommierten Rig-Herstellern wie Sparkraft oder Sedelen geht, man kann die Interesse halber fragen, was für ein Material sie verwenden, aber man wird kaum einen großen Einfluss darauf haben, dass man jetzt sagt, ich will jetzt die Toggles aus dem einen oder anderen Material haben. Da bin ich aber auch ziemlich sicher, dass die eine von diesen beiden Legierungen nehmen oder gegebenenfalls sogar noch höher legierte Stähle, die halt eben eventuell besser geeignet möglicherweise sind. Möglicherweise, ja. Bei Drähten liegt es zum Beispiel, oder auch wenn Sachen gesenkt geschmiedet werden oder gedreht werden, dann hängt es auch teilweise davon ab, also wie die Materialien gerade bearbeitet werden. So manche Sachen, die eignen sich nicht, um in einer Gesenkschmiede daraus Toggles zu machen. Andere Materialien eignen sich da eventuell wieder für. Mhm. Das vielleicht nur am Rande. Aber letztendlich interessiert uns als Segler das Endprodukt. Und wie gesagt, wenn man da zu renommierten Herstellern geht und nicht irgendwo jetzt da wirklich auf den Preis guckt und made in Taiwan
dann ist man da eigentlich immer auf der sicheren Seite. Ja. Vielleicht noch was zu Wandenspannern. Genau, das Stichwort wollte ich gerade liefern. So, Wandenspanner, die gibt es einmal in einer komplett Edelstahlausführung und auch in geschlossener Form. Und die gibt es auch in einer offenen Form und wo die Gewindehülse aus Bronze ist. Frag mich jetzt nicht genau aus welcher Bronze. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist, dass das zwei verschiedene Materialien sind. Genau. Mhm. So, man könnte jetzt ja sagen, ja okay, da gibt es aber dann wieder beziehungsweise galvanische Korrosion. Mhm. Mag durchaus sein, aber wenn ich denn einen Spanner komplett aus Edelstahl habe, dann neigen die Gewinde dermaßen zum Fressen. Mhm. Wenn ich da mal einmal mein Rick getrimmt habe und will dann nach 3 Monaten nachstellen, kann es sein, dass ich da gar nichts mehr nachstelle, weil das Gewinde einfach nicht mehr funktioniert. Und da macht es Sinn, auch etwas mehr zu investieren und offene Spanner zu nehmen, wo die Gewinde sichtbar bleiben, ja, sodass ich sie vor Betätigung sauber machen kann. Und auch darauf achten, dass man da halt eben Spanner nimmt, die aus zwei verschiedenen Materialien sind. Das ist äußerlich gar nicht so sichtbar, dass das unterschiedliche Materialien sind. Nein, die Spannhülsen, also die Gewindehülsen von den offenen Spannern, die sind in der Regel verchromt, ja, und die lassen sich optisch von einem Laien nicht wirklich unterscheiden gegenüber Edelstahl. Sind verchromt und poliert, ne? Die sehen aus wie Edelstahl. Ne? Die sehen im Prinzip aus wie Edelstahl, man kann das optisch nicht wirklich unterscheiden. Ja, genau. Ja, das sieht man nach ein paar Jahren, dann könnte schon mal so ein bisschen Chrom abblättern oder wegkorrodieren. Dann kann man das durchaus erkennen. Aber bei einem neuen Spanner ist das für den Laien und auch für den Fachmann nicht unbedingt wirklich zu unterscheiden. Nee, ist ein guter Punkt. Bronze ist ja doch ein sehr interessantes Material. Also ich persönlich würde auch meine Seeventile immer mit Bronzeventilen ausstatten lassen. Da hat man in der Regel 20 Jahre Ruhe bei einem GFK-Schiff. Bei einem Aluschiff sieht es sicherlich anders aus. Aber das ist heute nicht so das Thema. Ne? Ja, wobei wir heute auch sehr, wenn man darauf eingeht, sehr gute glasfaserverstärkte Kunststoffe haben. Ja. Da kann man auch bei einem Kunststoffschiff Kunststoffventile heute verwenden. Die Möglichkeit. Was man nicht machen sollte, ist irgendwelche Messingventile aus dem Haushaltsbedarf nehmen. Die erfüllen zwar auch, sag ich mal, 2-3 Jahre ihren Dienst, aber das kann sehr böse enden. Wäre eigentlich mal noch auch ein interessantes Thema, ne? Ja, könnte man auch drauf eingehen, ja. Vielleicht finden wir mal wieder die Zeit, Micha, und können das auch bearbeiten, das Thema. Ich würde ganz gerne noch mal auf das Rig zurückkommen, gerade in Bezug auf dein Schiff, der Malou. Wie gehst du denn vor, wenn du dein Rig prüfst? Und die zweite Frage, die sich da anschließt, ja, wie oft machst du das eigentlich? Ja, ich meine, da ich auf meinem Schiff lebe und mit meinem Schiff ständig zu tun habe, findet eigentlich irgendwo erstens mal permanent eine gewisse Rigkontrolle statt. Das heißt also, wenn ich da irgendwo höre, da knarzt irgendwas, da schlägt ein Fall gegen den Mast oder sonst was, dann wird das gleich abgestellt. Neue Geräusche machen immer unruhig. Ne? Richtig, neue Geräusche, muss ich ergründen, wo kommen die her, weil Geräusche bedeutet ja auch, dass irgendwas schwingt, dass irgendwas schamfielt und das stelle ich ab. Und vor längeren oder größeren Schlägen mache ich auf jeden Fall immer eine Rigkontrolle, die da so aussieht, dass ich mir alle Spanner angucke, dass ich mir alle Terminals und Presshülsen angucke, so dass ich auch bis in den Masttop raufkletter und mir da die Presshülsen, die Spanner und die Toggles und die Verbindungen der Drähte zum Rig hin angucke, dass ich da wirklich eine akribische Rigkontrolle mache. So, Vielleicht an dieser Stelle eine kleine Nachfrage, Micha. Mir fällt ja gerade ein, wenn du deinen Mast hochkletterst, nutzt du ja deine wunderbaren Maststufen, um die ich dich sehr, sehr beneide. Und wir haben über das Thema Mast mal gesprochen. Die Frage kam dann auf, ja, ist es denn eigentlich schädlich für den Mast, da so viele Löcher reinzubohren? Also die Rig-Hersteller sagen einfach mal, soll möglichst, wenn man Löcher in den Mast reinbohrt, die nicht alle auf einer Höhe reinbohren, sondern die versetzt machen. Das sieht man auch an den Beschlägen. So grundsätzlich kann man sagen, so eine Bohrung, so sie dann rund ist, und wenn ich mit einem Bohrer da reinbohre, ist die rund, die hat statisch kaum einen großen Einfluss auf die Festigkeit von so einem Mast. Okay. Wenn ich jetzt nicht anfange, da groß zu perforieren. Mhm. Und Maststufen
käme natürlich für einen Regattasegler niemals in Frage. Dimensioniert sein Rig auch eventuell leichter. Ja. Die sind also festigkeitsmäßig überhaupt kein Thema. Die kann man durchaus anbringen. Aber man kann auch ohne Maststufen mit einer vernünftigen Kletterausrüstung, so da kann man sich an, genau, kann man sich an den Baumkletterern orientieren, ja, kann man super in den Mast hoch und wie gesagt, ihr habt in eurem vorherigen Postcards eigentlich eher euch auf die unteren Spanner konzentriert. Ja. So die Erfahrung zeigt, aber ein Draht in der Mitte geht in der Regel kaum kaputt. Ja. Aber an den Verbindungsstellen und an den Einklickstellen. Ja. Und die sollte man sich meiner Meinung nach nicht jede Woche, aber vor größeren Schlägen oder was weiß ich, wenn ich jetzt ein Saisonschiff habe, einmal im Frühjahr sollte man sich diese Stellen genau angucken. So, Stiefkind sind da häufig die Rollfoganlagen, weil bei den modernen Rollfoganlagen geht ja auch im Prinzip ein Drahtseil, wo ein Aluminiumprofil drüber gestülpt ist und der verdeckt die Spanner. Dann kann genau man die Spanner kann man gar nicht mehr sehen. Nee. Und da sollte man sich also mindestens einmal im Jahr die Mühe machen und auch vor größeren Schlägen die Mühe machen, die Trommel unten zu lösen. Dann kann man die in der Regel, je nach Konstruktion, nach oben schieben und dann kann man, ja, dann sieht man, hat man die Spanner und die Drahtverbindung im Blick und kann einfach gucken, ist das Ganze noch in Ordnung oder nicht. Genau, ja. Im Prinzip mache ich das auch so. Ja. Ich lasse mich ganz bequem im Bootsmannstuhl nach oben fahren, ja, über die Elektrowinch. Mhm. Das bedeutet für Heike, meine Frau, einfach auf den Knopf zu drücken und dann gucke ich mir, ja, auch alles in Ruhe an. Ne? Völlig, mhm, selbstverständlich. Also noch ein Tipp dazu noch. Ein Baumklettergeschirr ist 1000-mal bequemer als wie jeder Bootsmannstuhl und auch wesentlich sicherer. Kann ich nur jedem empfehlen. Also ich habe zum Beispiel als Einhandsegler, ich bin auch auf Einland unterwegs, das Baumklettergeschirr, das habe ich an, wenn ich segel. So, damit kann ich mich überall einpicken, da fühle ich mich absolut sicher mit. So, eine Rettungsweste ist jetzt für mich als Einhandsegler nicht unbedingt die erste Wahl. Mhm. Meine erste Wahl ist, mich auf einem Boot wie ein Kletterer zu sichern. Mhm. So, weil ein Kletterer, der hat auch keinen Fallschirm dabei, wenn er runterfällt. Der darf einfach nicht runterfallen, ja, ja, und ich darf nicht von Bord gehen. Wie sieht denn das Klettergeschirr aus, was du nutzt, Michael? Das ist ein Baumklettergeschirr. Das geht um die Hüfte und... Das hat Beingurte und das hat Hüftgurte. Okay. Und im Gegensatz zu einem Klettergeschirr von einem Industriekletterer, okay, hat man im Baumklettergeschirr einfach noch was mehr Bewegungsfreiheit. Okay. Muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Ja, ein guter Tipp an der Stelle. Aber überhaupt so Kletter-Equipment, da sind einige nützliche Features, die man durchaus auch beim Segeln verwenden kann. Ja, by the way, ich nutze auch, um mich einzupicken in der Nacht, wenn wir ein paar Passagen segeln, auch ein Klettergeschirr. Ja, ja gut, interessanter Aspekt. Sag mal, bei vielen Rig-Kontrollen fällt mir immer auf, dass letztendlich die ganze Suppe den Reling, nicht den Relingsdraht, praktisch den Wandendraht oder Stagendraht runterläuft und sammelt sich dann wunderbar goldbraun genau am Übergang zum Terminal. Ne? Ja, das sogenannte Flugrost. Ja, genau. Dreck, so, Flugrost, alles kommt da zusammen. Ne? Dreck kommt da zusammen. Den sollte man auf jeden Fall regelmäßig wegreinigen, besonders den Flugrost, ja, weil der befördert auch dann teilweise eine interkristalline Korrosion oder überhaupt Korrosion. Mhm. So, weil der Begriff nie Roster, der ist eigentlich irreführend. Es gibt kein Material, was nie rostet. Auch Edelstahl rostet, okay, oder korrodiert. Halt eben nur nicht so schnell wie ein ganz normaler Stahl. Genau. So, und dass man halt eben, man sieht ja immer so polierte Rigs oder überhaupt polierte Edelstahlteile auf Booten. So, die meisten meinen vielleicht, das wäre eine optische Frage. Das hat aber in erster Linie einen technischen Grund, warum man das Hochglanz poliert. Weil je kleiner die Oberfläche ist, mhm, je weniger Flugrost kann sich auch ansetzen. Hätte man nur eine geschliffene Edelstahlfläche, die wäre in der Seeatmosphäre im Nu rostbraun, mhm, und die könnte man auch gar nicht vernünftig polieren. Ja. Und ein kleiner Tipp,
Wenn man jetzt die Drähte hat, die meinetwegen in Presshülsen geht, der Flugrost ist meistens im unteren Bereich. Und da den kann man ganz gut wegkriegen mit einer alten Zahnbürste und ein bisschen Zahnpasta. Weil Zahnpasta ist, da sind ja auch Schleifelemente drin, die polieren. Mit Zahnpasta kann man Kratzer aus Lack rauspolieren. Und Zahnpasta hat meistens jeder an Bord und eine alte Zahnbürste auch. Okay. Und damit kann man so einen Flugrost wegkriegen, nachher noch ein bisschen mit Wasser abspülen. Und Sinn macht es zum Beispiel auch, wann immer man kann, im Hafen diese Teile mit Süßwasser abzuspülen und bei Masten, die auf Deck stehen, darauf zu achten, dass ein Wasserablauf vorhanden ist, weil das wissen auch die wenigsten. Ein Aluminiumrigg ist aus einem Material gefertigt, das gilt ausdrücklich nicht als seewasserbeständig. Das ist spannend, ja. So, das sind in der Regel kupferhaltige Legierungen. Kupferhaltige Aluminiumlegierungen sind nicht besonders seewasserbeständig. Mhm. Müssen die ja im Prinzip auch nicht sein. Die kommen ja nicht permanent mit Seewasser in Berührung. So, und wenn aber jetzt die Wasserabläufe unten am Rigg gestört sind, weil da Dreck und Staub drin ist und da steht dann immer so eine Wassersuppe drin, die sich dann auch aufkonzentriert mit irgendwelchen Salzkristallen, sieht man also sehr häufig, dass ältere Riggs gerade im Mastfußbereich anfangen zu korrodieren. Mhm. Und das kann man verhindern, indem man halt eben das Rigg, wann immer man kann, auch ab und zu mal mit Süßwasser abspült. Sehr guter Punkt an der Stelle, ja. Aber das mit der Zahnbürste und mit der Zahnpasta finde ich schon einen sehr guten Tipp, weil ich habe bisher immer ganz weiche Kupferbürsten verwendet und da hast du mir gesagt, das sollte man lieber nicht tun. Nein, sollte man eher nicht tun. Das ist eher kontraproduktiv. Also okay. Ich komme aus dem Edelstahlbau und da haben wir immer sauber getrennt zwischen Stahlbau, Kupferbau und Edelstahlbau. Du bist ja Kupferschmied. Immerhin. Ich bin Kupferschmied. Ja, mit Kupfer habe ich jetzt nicht so viel zu tun, aber ich habe sehr viel mit Edelstählen und auch mit Schwarzstahl und mit Aluminium zu tun gehabt. Ja. Und es ist immer problematisch, diese Stähle in einer Werkstatt zu bearbeiten. Okay. Man muss die Werkzeuge wirklich strikt trennen. Mhm. So, und es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt so Schweißnähte abbürstet, gibt es ganz spezielle Edelstahlbürsten. Mhm. Und die werden auch nur für Edelstahl verwendet. Und Schleifscheiben, die ich für Stahl verwendet habe, wenn ich damit Edelstahl schleife, dann habe ich garantiert hinterher Flugrost da drauf. Ja. Weil ich Eisenoxidpartikel mit in diese Oberhaut einmassiere, einschleife und mit einer Kupfer- oder Messingbürste bringe ich ja auch auf das Edelstahl im Prinzip Messingbestandteile, Abrieb von Messing drauf und die sind wieder kontraproduktiv. Okay, das sollte man, also eher nicht machen. An den Flugrost, da braucht man in der Regel gar nicht mit irgendwelchen Stahlbürsten dran zu gehen. Wie gesagt, da reicht eine härtere Zahnbürste, eine Autopolitur oder halt eben Zahnpasta ist auch schon längstens gut für den leichten Flugrost. Ja. Vor allen Dingen, je häufiger man den Flugrost wegmacht, je weniger anfällig wird das Zeug auch für Flugrost, weil je mehr ich das letztendlich nachpoliere, desto weniger anfällig wird Edelstahl für Flugrost. Ja. Da kann man vielleicht noch so einen kleinen Ausflug in die Poliererei gehen. Die meisten Edelstähle, die poliert sind auf Yachten, die sind elektrolytpoliert. Okay. Mhm. So, da wird bis zu einer gewissen Körnung geschliffen und dann wird in einem Elektrolysebad poliert. Ja. Dabei wird die Oberfläche abgetragen und die Spitzen, wenn man das unter einem Mikroskop betrachtet, die werden etwas mehr abgetragen. Und wenn man jetzt große Luxusjachten sieht, da sieht man polierte Edelstähle, die sind von Hand poliert. Mhm. Die haben noch eine wesentlich kleinere Oberfläche, die sehen auch wesentlich besser poliert aus. Mhm. So, wenn man von Hand poliert,
wird im Prinzip geschliffen und dann sind die Oberflächen noch viel glatter als wie beim Elektrolytpolieren. Okay. Und so ein Zwischending ist dann, dass man halt eben, man kann Beschläge kaufen, die sind von Hand vorpoliert und elektrolytisch fertig poliert. Das ist letztendlich eine Preisfrage. Ja. Aber egal, wie man jetzt die polierten Edelstähle da auf seinem Schiff hat, gerade im Rigbereich und auch für die Optik, aber hauptsächlich auch, damit man halt eben den Flugrost wegkriegt, sollte man das ab und zu reinigen. Und das geht mit Zahnpasta und Zahnbürste relativ leicht. Genau, ich werde das jetzt beherzigen und werde das beim nächsten Einkauf auch berücksichtigen. Eine Zahnpastatube extra fürs Rennen. Ja. Ja, ich meine, die Bürste brauchst du in der Regel nur halt eben dafür die Drähte, weil da kommst du halt eben nicht in die Ritzen so genau. Mit einem Lappen rein. Ja. So, was weiß ich, Wandenspanner und sonstige Sachen, kannst die kann man auch nehmen. Einfach mit einem Lappen ein bisschen Zahnpasta drauf, abreiben. Ja, cooler Tipp. Ich werde es mal ausprobieren. Nachher mit ein bisschen Süßwasser spülen und gut ist. Dann glänzt es wieder, ja. Michael, mal zum Abschluss für dich die Frage, wann würdest du eigentlich deinen Rig auf der Malu erneuern? Ja, also wie gesagt, so wie ich segel, würde ich mich schon an die Herstellerangaben da halten. Also nach 15 Jahren würde ich langsam mal darüber nachdenken und vielleicht nach 20.000 Meilen würde ich langsam darüber nachdenken, mich an das stehende gut dran zu machen. Ja. Das ist so dein Richtwert letztendlich. Ja, aber das ist auch, wie gesagt, nur in den Wind gesprochen. Da kann ich mich auch nur letztendlich an die Herstellerangaben wenden. Wobei man da auch ein bisschen sagen muss, da schreibt doch der eine voneinander ab, wie richtig oder falsch das wirklich ist. Meines Wissens gibt es da keine wirklichen Untersuchungen drunter. Ja, ja. Du hast ja mal, was weiß ich, da recherchiert, habt ihr in dem letzten Podcast, dass Rigschäden bei älteren und neuen Rigs sich mehr oder weniger die Waage halten. Ja. Das würde dem ja komplett widersprechen. Ja, ja. So, aber das hat uns ja auch nachdenklich gemacht. Ja, und da gibt es halt eben dann zwei Lager und eine wirkliche fundierte Antwort habe ich da auch nicht drauf. Okay. Und letztendlich, wenn ich mich unsicher fühle, dann tausche ich. Ja. Ja, Seldin gibt ja klar an 20.000 Meilen beziehungsweise 20 Jahre. Ne? Das ist so deren Richtwert. Ja. Wobei sie auch darauf hinweisen, dass unterschiedliche Belastungsmöglichkeiten zustande kommen können. Also das muss man dann schon einschätzen. Mhm. Und ich glaube, die Frage erübrigt sich, wenn du einen Schaden feststellen würdest an deinem Rig, dann würdest du natürlich den Schaden austauschen, selbstverständlich. Ja, ne? Grundsätzlich sollte man natürlich auch immer paarweise tauschen. Wenn wirklich irgendein Unterwand auf einer Seite kaputt ist, dann sollte man auch die Gegenseite tauschen. Weil wenn man sonst unterschiedlich ausgereckte Rigs hat, Drähte hat, und da fällt mir übrigens noch was ganz Wichtiges ein. Okay. Ihr habt von der sogenannten Zollstockmethode gesprochen, um ein Rig zu trimmen. Ja. So, die ist ziemlich korrekt, kann man so machen, kann man aber nur bei relativ neuen Drähten machen. Mhm. Weil wenn die Drähte irgendwann mal etwas ausgereckt sind, dann stimmt dieser Anhaltswert nicht. Letztendlich, um einen Rig sauber zu trimmen, trimmen zu können, gehört bei Neurigs die Zollstockmethode, gehört aber auch sehr viel Gefühl und das wird viele Rigger machen das letztendlich aus dem Bauch. Ja. So, um die Drähte halt eben nicht zu überspannen, geht man durchaus mit der Zollstockmethode hin. Aber die kann man letztendlich bei älteren Rigs, ein 10 Jahre altes Rig, kann man die Zollstockmethode völlig vergessen. Man würde die Drähte völlig überspannen, weil die einfach nicht mehr diese Elastizität haben, die sie haben. Okay. So, Regattasegler, die nehmen zum Beispiel Rutt-Rigs oder heute Dynema-Rigs, aber wenn die nehmen Rutt-Rigs, um diese Elastizität erst gar nicht zu haben, weil die ist natürlich, was den Segelstand und alles anbelangt, kontraproduktiv, aber die können es sich auch leisten, alle paar Jahre, oder die leisten es sich alle paar Jahre, den ganzen Kram auszutauschen.
Wer beim Regatta-Segeln vorne mitsegeln will, der hat jedes Jahr eine neue Segelgarderobe. Ja, klar. Aber so, wir als Fahrtensegler sind ja eher budgetorientiert. Nein, wir segeln auch noch mit Großsegeln, wo der Bauch relativ weit achtern ist. Genau. Ja, das tun wir ja. Gut, aber ich sag mal, im Sinne der Sicherheit für Mannschaft ist es doch schon wichtig, ein Augenmerk darauf zu legen. Deswegen spendieren wir ja auch sehr viel Aufmerksamkeit diesem Thema Rick. Und Michael, erstmal ganz, ganz lieben Dank an dich, dass du hier deine Erfahrungen mit eingebracht hast. Ich denke mal, unsere Hörer wird das doch sehr freuen. Mich hat es sehr gefreut. Ja, bitteschön. Sehr angenehm, mich auch, mit dir zusammenzuarbeiten. Vielleicht hast du noch ein Schlusswort für unsere Hörer. Ach nee, das gebe ich gerne an dich ab. Ich wünsche allen immer eine Handbreit Sherry in der Bild. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank und bis bald, ihr Lieben. Wir hören uns bald wieder mit einem neuen Podcast Boote und Technik. Euer Frank und Michael. Macht's gut.